Zu meinem kleinen Talk über Joomla 4 und das Leadership dahinter. Kurz zu mir, damit ihr wisst, warum ich den Vortrag halte und nicht jemand anderer. Mein Name ist Harald Leitner. Ich habe eine Webentwickleragentur und Webhoster. Ich entwickle Joomla seit Mambo. Ich bin Production Department Coordinator. Geht es jetzt besser? Ja. Vergeht die Brise nicht mehr. So, hoffentlich. Wie gesagt, ich bin Production Department Coordinator. Das ist der alle Teamleads in Production koordiniert. Wir kommen dazu später aber noch näher. Ich bin außerdem Joomla Release Lead für die aktuelle Stable. Weiters bin ich im Joomla Bug Squad und im Security Team. Außerdem bin ich sehr aktiv in Wien. Ich bin einer, der die User Group in Wien führt und auch den Joomla DR Österreich organisiert. So viel zu mir. Was uns jetzt erwartet in dem Talk ist nicht nur Joomla 4, sondern auch ein bisschen über, wie funktioniert Joomla, beziehungsweise die Entwicklung, wer ist für was verantwortlich, wer ist das Board, wer ist Production, was sind die anderen Departments, die es gibt. Grund dafür ist eine eher schlechtere Nachricht, dass wir mit Joomla 4.0 nicht so weit sind, wie wir gern wären, zum jetzigen Zeitpunkt, und sich Joomla 4 nach hinten verschieben wird. Wie gerade erwähnt, dreht es sich nicht nur um Joomla 4.0, sondern eben auch eher um eine Herzensangelegenheit von mir. Und zwar, wer ist Joomla? Nachdem ihr alle gerade in der Keynote von David war, könnte ich jetzt damit aufhören. Weil ihr seid Joomla. Und was ich damit sagen möchte, ist, jeder ist Teil von Joomla. Jeder ist wichtig, jeder sollte mithelfen, wo er kann, wie er kann. Und vor allem in der momentanen Zeit von Joomla, wo wir mehr Leute brauchen, um Joomla 4 zum Beispiel fertigzustellen oder Dokumentation zu schreiben und dergleichen. Ein aktuelles Beispiel ist, wir haben gerade das 3 Positionen neu im Joomla Board gewählt und hatten für 2 von 3 Positionen keine Nominierungen, beziehungsweise keine Akzeptanz, Leute, die das machen wollten. Im zweiten Durchgang sieht es jetzt besser aus. Wir haben überall Nominierungen und die auch akzeptiert worden sind, aber man sieht schon, wir brauchen eigentlich mehr Leute, die Sachen gerne machen möchten. Da geht es weniger darum, programmieren zu können, sondern auch vor allem Teams führen zu können, mit Leuten reden zu können und organisatorische Dinge zu erledigen. Dass das jeder kann, kann ich recht leicht beweisen, weil allein durch mich. Vor einem Dreivierteljahr war ich in Joomla noch nicht sehr aktiv. Also zu diesem Zeitpunkt war ich Mitglied im Joomla Bug Squad. Das ist ein Team, das früher Leute gesammelt haben, die gerne was machen würden, aber das war es eigentlich auch schon. Dann bin ich vor 1,5 Jahren ins Security-Team eingestiegen, wurde eingeladen, beziehungsweise eigentlich habe ich mich beworben. Und auch dort war nicht viel los, zum Glück für Joomla. Da geht es primär um Antworten,
von Security-related Themen um das CMS. Wenn jemand eine Sicherheitslücke findet, bekommen wir diese zugeschickt von demjenigen in unser Ticketsystem. Wir schauen uns an, ob die plausibel ist, und im schlimmsten Fall müssen wir die bestätigen, ein Patch dafür entwickeln und diesen in den nächste Joomla Release einbauen oder eine außerplanmäßige Joomla Release bauen. Ja, das war's. Das war nicht sehr viel Aufwand für mich, weil das heißt, 1-2 Stunden Arbeit die Woche, wenn überhaupt. Anfang des Jahres oder besser Ende letzten Jahres wurde ein neuer Release-Lead für die aktuelle Stable-Version gesucht, weil Michael Papka nicht mehr wollte und es einfach sich um andere Dinge kümmern wollte. Ich habe mir gedacht, naja, so schwer kann es nicht sein. Prinzipiell ist es nicht schwer, aber doch relativ zeitaufwendig. Was ich dabei mache, ist eigentlich nicht mehr als, ich schaue mir Patches an, die Menschen einreichen, Entwickler, Leute wie ihr, wie ich, warte, bis die Tests durchgeführt worden sind von anderen Leuten, wie ihr, prüfe allerdings vor, ob das plausibel ist, ob das Sinn macht, und am Ende sage ich, ja, das macht Sinn, kommt rein, muss behoben werden. Für eine Stable-Version, so wie ich sie verwalte, ist es relativ einfach, weil es gibt keine neuen Features, sondern es gibt nur Bugfixes und Optimierungen. Der Unterschied zwischen Bugfix und Feature ist nicht immer so eindeutig. Das heißt, es führt teilweise zu sehr hitzigen Diskussionen, aber gehört dazu. Nichtsdestotrotz, Joomla Release Lead war natürlich nicht genug für mich, in meinem Größenwahn. Und es wurde neu gewählt, die Hälfte der Open Source Matters Departments, also Joomla Departments im Endeffekt, und darunter Production. Und ich habe mir gedacht, das hört sich gut an, ich lasse mich einfach mal vorschlagen. Ja, jetzt stehe ich hier und bin's. warum? Weiß ich nicht, weil so groß aktiv war ich zu diesem Zeitpunkt in der Community nicht. Ich bin gerade Release-Lead geworden, ich hatte gerade meinen ersten Release released am Anfang des Jahres. Ich habe ihn nicht kaputt gemacht, dafür die letzten zwei. ja. Deswegen nochmal mein Aufruf an euch. Wir brauchen Hilfe. Und wenn ihr mitmachen wollt, unter volunteers.joomla.org/helpwanted schreiben die ganzen Teams aus, wo sie Hilfe benötigen und ob sie Hilfe benötigen und wie man sie kontaktieren kann. Wenn wir schon dabei sind, also wer sich zutrauen möchte, Release-Lead für Joomla 4.1 zu werden, ich bin der richtige Ansprechpartner. Gut. Zur Organisation. Was ist OSM? OSM ist Open Source Matters und ist quasi die Trägerorganisation für Joomla. Es ist eine Firma, die in Amerika angemeldet ist und dort geleitet wird von den Direktoren bzw. Officers. Es gibt 4 Officers und 6 Department-Koordinatoren und die gehen wir jetzt durch. Tobias, hast du Wasser für mich? Die Direktoren. Ganz oben steht unsere Präsidentin Rowan,
Sie ist das seit 1,5 Jahren und ihre Aufgabe sind primär administrative Tätigkeiten und repräsentative Tätigkeiten. Und sie hat noch einen Bonus, sie ist die einzige Person, die persönlich haftend ist. Außerdem ist sie wohl noch aktiv im Events-Team sehr und in allen, vielen anderen Dingen in Joomla. Aber das ist kein Muss, um diese Position innezuhalten. Der nächste ist unser Vice President, Alex, sitzt da oben. Im Prinzip hat er die gleichen Aufgaben wie die Präsidentin, nur ohne persönliche Haftung. Wenn ihr wissen wollt, was er macht, fragt ihn. Er freut sich, definitiv. Auch wenn er es nur noch ein paar Tage lang ist. Der nächste in der Liste ist Luca. Wenn mich jemand fragt, wer Joomla ist, dann würde ich sagen, er. Luca kümmert sich um alles Administrative in Open Source Matters, in unendlich vielen Teams. Er koordiniert die Wahlen, er koordiniert das OSM-Board in Sachen Meetings. Er ist auch im Production Department und organisiert dort unsere Meetings, kümmert sich um Reports schreiben, kümmert sich um rechtliche Texte und so weiter. Also er ist wirklich ein Wahnsinn. Unser Treasurer, Jason. Treasurer ist ein ganz besonderer Posten. Er kümmert sich ums Geld. Geld ist immer so ein Thema und vor allem in den USA mit einer US-Firma heißt das, es muss ein Amerikaner sein. Er kümmert sich darum, Rechnungen zu schreiben und das Geld dafür einzutreiben, beziehungsweise zahlt aus Sponsorengelder für Joomla Days zum Beispiel oder für Sprints und dergleichen. Die Departments. Jamal ist seit einem Jahr im Board und kümmert sich um das Events Departments und er kommt aus Algerien und wie schon zu vermuten lässt, er kümmert sich um Veranstaltungen und die Betreuung dieser. Also er ist auch Ansprechpartner für alle Joomla Days und dergleichen. Yu ist Operations Coordinator. Macht das auch seit 1,5 Jahren und das ist falsch auf der Folie. Oder nein, passt. Das heißt, sein Department und seine Teams kümmern sich um die Infrastruktur von Joomla, das heißt unsere Webserver, unsere Webseiten, unser Forum, das Chat, all das. Jason aus Legal and Finance. Dieses Department kümmert sich, wie es schon sagt, rechtliche Angelegenheiten und Financial ist in dem Fall das Lukrieren von Sponsorgeldern, damit Open Source Matters den Betrieb aufrechterhalten kann. Wir haben ein Jahresbudget von ungefähr $320,000 und das muss durch Sponsoren hereinbekommen werden und dafür ist sein Department zuständig. Jazz ist im Department Programs. Programs hat zwei Hauptteams. Das eine ist die Zertifizierung. Also jeder, der die Joomla-Zertifizierung gemacht hat zum Administrator. Dieses Team hat es erstellt, beziehungsweise ein Team darunter. Und die zweite Sache ist neue Mitstreiter zu finden. Also das Volunteer Engagement Team wäre theoretisch euer erster Ansprechpartner, wenn ihr an Joomla mitarbeiten möchtet und ihr wisst nicht wie. Aber
Das müsst ihr nicht. Ihr könnt zu jedem hier hingehen, der irgendwie ausschaut, als hätte er eine Position in Joomla oder auch nicht, und fragen, wie das geht. Wir haben noch ein weiteres Department, das Marketing Department und Communication. Leider ist Rachel Valraven aus gesundheitlicher... Rachel Valraven aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Und eigentlich ist dieses Department relativ wichtig für Joomla, da es darum geht, Joomla zu verbreiten, Kommunikation zu betreiben und es ja, bekannter zu machen und unter die Leute zu bringen. Und, ja. Das letzte Department, mein Department, das Production Department, auch genannt Production Leadership Department oder in Wahrheit nur Production, ist das einzige Department, was sich um Joomla kümmert. Alle anderen Departments kümmern sich um Joomla herum. Wir kümmern uns um Joomla, also das CMS. Unser Department hat 11 Teams und das macht es zum größten Team, zum größten Department. Und unsere primäre Aufgabe ist die Weiterentwicklung von Joomla. Was wir machen ist, im Department sind prinzipiell alle Leader von den Teams versammelt und beschließen Dinge, wie was kommt in Joomla 4 rein, theoretisch wann wird Joomla 4 released, was ist notwendig, was ist die Strategie für die Zukunft, ist diese Initiative sinnvoll, all diese Meta-Dinge um das CMS herum. Meine Rolle als Department Coordinator ist hier in Wirklichkeit eigentlich eine untergeordnete Rolle. Ich habe genauso nur eine Stimme wie alle anderen. Und ich soll koordinieren, ich soll vermitteln, um den Austausch zwischen den Teams zu verbessern, zwischen den Departments. Das ist eigentlich meine Aufgabe auch in Richtung Board, zu kommunizieren, was passiert derzeit mit Joomla, was wird in Zukunft passieren und so weiter und so fort oder wo halt Probleme sind. Zu meinen Aufgaben gehört nicht nur diese zwei wöchentlichen Meetings, einmal mit Board, einmal mit allen Teamleadern, sondern auch Budgetverwaltung, die Verhandlung fürs Budget, den Teamleadern zu helfen, Sprints aufzubauen, zu organisieren und Geld halt zielgerichtet auszugeben. Wir haben ein Budget, wir müssen dieses Geld ausgeben, aber wir wollen es nicht verschwenden, also es sollte Joomla zugutekommen. Und wahrscheinlich meine wichtigste Aufgabe ist, zuzuhören. An Joomla sind eine unglaublich große Anzahl an Menschen involviert. Auf einem der Kisten steht, glaube ich, eine Zahl, 1000 plus, keine Ahnung. Und die haben alle verschiedene Meinungen. Und alle wollen diese mitteilen. Und sehr viele sind halt frustriert, weil andere Menschen andere Meinungen haben als sie. Und dann kommt es nicht selten vor, dass sie zu mir kommen und einfach mit mir reden und ich versuche eine Lösung zu finden oder höre einfach nur zu. Da ist Open Source. Jetzt zum spannenden Thema. Was erwartet uns in Joomla 4? Ihr könnt auch jederzeit Fragen stellen, also wenn ihr noch nicht eingeschlafen seid. Wenn du mit dem Workflow fertig bist. Joomla 4 hat begonnen vor 4 Jahren. Gab es ein Kickoff-Meeting, da war ich nicht dabei, weil noch nicht so aktiv in der Community. Aber wir sind 4 Jahre später noch immer nicht fertig.
Dafür gibt es verschiedene Gründe, auf die ich jetzt nicht unbedingt eingehen will. Aber wir haben die Erwartung, dass Joomla 4, wenn ich jetzt sage, dieses Jahr noch verfügbar sein wird, ja, würde ich wahrscheinlich zu motiviert sprechen. Was wir aber planen, ist der erste Beta im Oktober. Der Beta-Milestone ist für uns extrem wichtig, weil das heißt, wir können keine Features mehr hinzufügen und auch keine gravierenden Änderungen mehr im System vornehmen, weil wir quasi ab dem Zeitpunkt versprechen, dass wir einen Upgrade-Pfad haben von Beta 1 zu Beta 2 zu Beta 3 bis zum Release-Candidate, bis zum Release selbst. So viel zur Theorie. Was waren die Ziele? Damals wurde festgesteckt, dass veralteter Code, also deprecated Code, entfernt werden soll. Wir haben teilweise Code, der mal als deprecated markiert ist, von Joomla 1.6 und wurde bis jetzt nicht aufgeräumt. Das heißt, das ist ein Ziel gewesen. Das Admin-Interface soll freundlich und barrierefrei gestaltet werden. SEO soll verbessert werden. Der Untergrund sollte mehr in Richtung Joomla Framework gehen, damit wir einfache Tests haben. Und ja, Bootstrap 4 statt Bootstrap 2. Das war damals noch sinnvoll. Jetzt wird viel darüber diskutiert. Und zum Ende im Web Services. Dazu komme ich noch. Ja, wo stehen wir 4 Jahre später? Joomla ist einfacher zu installieren. Wir haben unnötige Optionen entfernt bei der Installation. Es gibt ein neues Layout für den Installer. Die Installation ist in 3 einfachen Schritten möglich und sollte in unter 2 Minuten erfolgen können. Der Installer schaut so aus derzeit und hat eben nur 3 Schritte. Aber vom Prinzip her hat sich nichts geändert zur Joomla 3. Was gibt es noch Neues? Ein neues Backend-Template. Es ist viel diskutiert, es ist nicht bugfrei bis jetzt, aber wir sind am besten Wege dorthin. Es gab einen Vortrag heute? Okay. Nein, es gibt einen Vortrag gestern? Okay, ich glaube von Christiane, wo sie das genauer zeigt, was sich ändert, was sich geändert hat. Ja, kann man sich anschauen auf YouTube. Ein Teil davon, von dem Wunsch ist, dass Joomla hilfreicher wird vom Interface her. Das heißt, wir haben am Login-Screen einen Link zu unserer Hilfeseite, wenn man das Passwort vergessen hat, direkt unter dem Login-Button. Grund dafür ist, dass das Security-Team 1 bis 2 Mal die Woche ein Ticket bekommt, ich komme nicht mehr in meine Joomla-Installation. Ich weiß nicht, warum Menschen das an Security-Team schreiben, aber es ist so. Deswegen versuchen wir das hier abzufangen, damit wir weniger negative Antworten geben müssen, dass wir nicht helfen können. Für Integratoren gibt es Modulpositionen, also zum einen das Logo kann oben eingefügt werden, also auf der linken Seite ist modularisierbar. Man kann eigene Links setzen, um dem Kunden direkten Support zu helfen, wie, keine Ahnung, Telefonnummer, Link zur eigenen Webseite, E-Mail-Adresse. Also spannend eher für Integratoren. Die Content-Erstellung ist einfacher. Was bedeutet das? Im Template kann man dazu Dashboards, die frei und beliebig konfigurierbar sind für jeden Bereich von Joomla. Die Startseite vom Joomla Backend ist ein Dashboard in ComContent, also in einem Artikel. Gibt es ein Dashboard bei Weblinks? Wird es ein Dashboard geben?
Und die sind frei konfigurierbar, es sind einfach Module, die man da reinziehen kann. Und die zeigen dann Sachen an oder auch nicht, oder sollen halt helfen. Das passiert aus diesem Konzept, dass der Content für uns im Mittelpunkt steht und nicht mehr Komponenten an sich. Bis jetzt haben wir sehr komponentenzentrierte Teile gehabt und jetzt soll eher der Content im Mittelpunkt stehen und es aktionsbasierender sein und ja, weniger komponentenzentriert. Das sind die Dashboards. Wie man sieht, neben jedem Menüpunkt gibt es dieses Dashboard-Icon, wo man auf so ein selbstkonfiguriertes Dashboard hinkommt. Die Content-Erstellung, also in dem Fall Com-Articles, ist aufgeräumter. Es schaut moderner aus. Es ist voll mobile-kompatibel. So. Auch vom Handy sollte es möglich sein, Content-Artikel zu erstellen oder seine Joomla-Seite jetzt zu verwalten ohne größeren Schmerz. Dazu gehört zum Beispiel auch die Menüerstellung aus einem Artikel heraus, etwas, was vielfach gewünscht wurde. Der neue Media Manager, er ist einfacher zu verwenden. Es macht eigentlich obsolet, dass man Third-Party-Extensions installieren muss. Grund dafür ist halt, dass er auch komplett neu geschrieben worden ist. Er unterscheidet sich jetzt nicht großartig vom alten, vom Aussehen her, aber er ist aufgeräumter, er ist modular erweiterbar, er kann auf andere Dateisysteme zugreifen, wie Cloud Storage, über Plugins, also die müssen noch entwickelt werden. Also theoretisch müsste es möglich sein, Dropbox als Storage-Methode einzubinden. Dafür gab es sogar ein Demo-Plugin. Es ist möglich, Bildbearbeitung zu betreiben, an den Bildern mit Größe ändern, schneiden und drehen. Also einfache Sachen, aber auch diese Methoden sind möglich, durch Plugins zu erweitern. Also da gehen wir davon aus, dass wir schöne Erweiterungen bekommen von Third-Party-Entwicklern. Das Bild wird jetzt in unserer Media Selectbox auch direkt angezeigt, damit man weiß, was das für ein Bild ist und nicht nur der Pfad. Und ein großer Punkt ist der Workflow. Workflow kümmert sich um Arbeitsabläufe. Es gab gestern eine Session von Benjamin darüber, mit dem YouTube-Link, der sehr leicht abzutippen ist, kann man sich die anschauen. Um es kurz zu reißen, hier geht es darum, einen Publishing-Workflow zu bauen, in dem eine Person den Artikel schreibt, eine Person den Artikel lektoriert, danach geht er in die Übersetzung und dann wird er erst freigeschaltet auf der Webseite und das mit einem Rechtesystem verbunden und beliebig kombinierbar. Wir hatten diese Woche einen Sprint dazu, also ich bin schon seit Mittwoch hier, dass wir das ein bisschen umbauen möchten vor Joomla 4.0, mehr in Richtung State Machine, dass wir nicht nur den Status ändern können, sondern eigentlich in diesem Workflow alles machen können, was man möchte. Das fängt an von ein Webhook aufrufen zu einem internen CRM-System oder zu einem Messaging-System oder zu Twitter, dass man automatisch einen Tweet rauswirft, wenn ein neuer Artikel verwendet wird. Das geht hin zu Featured auf Zeitpunkt online, offline zu stellen, bis hin zum De-Publishen oder was man sich alles noch vorstellen kann. Wir hoffen, dass wir es noch vor Joomla 4.0 fertig kriegen, also bevor die Beta kommt. Wir werden sehen, ob wir das hinbekommen. Ja,
Das ist der Transition Edit Screen. Ist ein bisschen zu kompliziert unter Anführungszeichen, das jetzt auf die Schnelle zu erklären, aber dafür gibt es Benjamin's Talk. Der nächste wichtige Punkt, Barrierefreiheit. Hier in Deutschland, so wie auch in Österreich oder wahrscheinlich in der ganzen EU, sind wir rechtlich verpflichtet, Webseiten barrierefrei zu gestalten. Also zumindest bei uns. Ganz weiß ich die rechtliche Lage nicht, aber bei uns ist es so, dass alle Regierungsseiten barrierefrei sein müssen und für Firmenseiten im Prinzip auch, bis zu einem gewissen Grad, je nach Größe der Firma. Das heißt, hiermit sind wir eigentlich relativ gut aufgestellt, was Joomla angeht, zumindest im Backend, weil ums Frontend Templates haben wir wenig Einfluss, wenn man nicht unseres verwendet. Ja, Webservices. Es gab gestern einen Vortrag von George dazu. Webservices hat begonnen mit einem Google Summer of Code Project vor 3 Jahren. Es gab letztes Jahr eins und es gab dieses Jahr ein Google Summer of Project und wir haben es geschafft, oder eigentlich George hat es mit seinen Studenten primär geschafft, es fertigzustellen und in den Core einfließen zu lassen. Und was es ermöglicht, steht im Prinzip hier. Es ist ein API-basierter Zugriff, also maschinenlesbar. Die Webseite kann theoretisch komplett über die API administriert werden. Dass wir da nicht, glaube ich, 100% fertig sind. Aber es wird noch kommen, hoffentlich. George hat in seinem Talk gestern ein Beispiel von einer mobilen Applikation gezeigt, wo die über die API auf den Content zugegriffen hat und ohne die Seite aufzurufen diesen gerendert hat. Ein anderer Anwendungsfall ist eben angepasste Benutzerinterfaces, also wenn man in seinem internen CRM-System oder wo auch immer ein Workflow hat, in dem drinnen steht, ja, wir wollen jedes Mal einen Newsartikel veröffentlichen, wenn wir etwas fertiggestellt haben, dann kann das direkt aus dem Projektmanagementsystem zum Beispiel erstellt, getan werden über die API. Ein weiterer wichtiger Punkt dabei ist Website-zu-Webseiten-Zugriffe. Das heißt, wenn man möchte, sind Multi-Domain-Webseiten oder Webseiten, die lose miteinander verwandt sind oder verbunden sind, einfacher den gleichen Content auszuliefern. Also ich denke jetzt, ich habe einen Kunden, der hat 6 Webseiten, weil es sind 6 Firmen und es gibt eine, die gehören alle zu einer Holding und die haben zum Beispiel alle die gleichen Jobausschreibungen, weil es ziemlich egal ist, wo er sich in diesem Unternehmen bewirbt, er kann dann weitergereicht werden und so. Und darum wäre es schön, das nur an einer Stelle zu verwalten. Und so kann das ziemlich einfach gemacht werden, ohne es selber zu programmieren zu müssen. Ja, es gibt ein Konsolen-Interface, also Command-Line-Interface. Das kann jetzt schon einiges. Also es geht um Datenbankenwartung, Cache-Leeren, Session-Leeren und die User-Verwaltung ist integriert. Wir haben einen Patch für die Installation und das Updaten. Der wurde noch nicht gemerged, schauen wir, ob wir das, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das noch vor Joomla 4.0 reinbekommen, was auch ein Google Summer of Code Project war. Für Extensions gibt es jetzt ein Changelog und Download Keys zum Eintragen, also zentral zu verwalten in Joomla. Seiten mit vielen Extensions, das leicht übersichtlich werden kann, wenn man viele Lizenz-Keys hat, ist das Ziel, das in einem Interface an einer Stelle zu vereinheitlichen, damit man einen einfachen Blick sieht, welche Extension man gekauft hat. Ja, ein wichtiger Punkt ist, dass Joomla 4 eigentlich eine Aufräumversion ist.
Wir haben ein komplett neues MVC-Modell. Nein, Modell ist falsch, das MVC-Modell ist gleich geblieben, nur die Implementierung ist neu. Also wir sind gewechselt von einem statischen Ansatz zu Dependency Injection. Und das ist wahrscheinlich einer der größten Teile, der in Joomla neu ist. Ist für den Anwender sehr unspannend, ist für den Extension-Entwickler sehr wichtig. Aber die Implementierung ist so aufgesetzt, dass wir eine 99%ige Rückwärtskompatibilität integriert haben. Das heißt, Extensions, je nach Komplexität, müssen 2 bis 3 Zeilen Code ändern, damit sie zumindest laufen. Aber das Interface fehlt dann dabei noch und das muss halt auch noch angepasst werden. Wir haben eine Unmenge an alten Source-Code entfernt, der also auch API-Schnittstellen, die lange schon deprecated waren, aber immer noch mitgeschleppt worden sind, was uns auch daran gehindert hat, neue Features einzuführen. Und da Joomla Semware verfolgt, können wir Rückwärtskompatibilität nur brechen in Major Versions, also wie 4.0. Darum wurde auch sehr lange nichts gemacht in der Hinsicht und das hat uns halt auch behindert in der Weiterentwicklung. Viel Code aus dem CMS ist in unser Framework gewandert. Der Grund dafür ist in erster Linie, dass es leichter zum Testen ist. Unit-Tests sind extrem wichtig für uns und wir haben noch viel zu wenige. Also wer Unit-Tests gerne schreiben möchte oder erstellen möchte, muss nicht unbedingt programmieren können dazu. Wir verwenden oder sind dabei, das komplette CMS auf SQL Prepared Statements umzustellen. Für den Anwender aus erster Sicht sehr unspannend, für den Betreiber einer Webseite sehr spannend, weil wir damit ausschließen, in Core, dass die Seite gehackt werden kann durch SQL Injections. Das ist eines der größten Probleme in Webanwendungen, dass Daten nicht richtig abgesichert sind und diese Technik ist ein Schritt weiter, um das abzusichern. Auch ein Punkt ist die langfällige Umstellung einer Datenbanksünde aus den Anfängen von Mambo. Auch wieder sehr unspannend für Anwender, sehr spannend für Extension-Entwickler. Wird aber notwendig, weil sonst haben wir Probleme mit neueren MySQL-Versionen. Unser JavaScript-Framework ist erneuert worden. Bedeutet einfacher wartbar und vor allem schneller im Browser. Und wir haben uns wirklich getraut, Internet Explorer 11 Support einzustellen. Das gilt allerdings nur fürs Backend, für Frontend-Template gilt das nicht, beziehungsweise für unsere schon, aber für Third-Party natürlich nicht. Wir versuchen auch Autoren von Templates zu helfen, trotzdem noch immer Internet Explorer 11 zu unterstützen, aber wir direkt supporten das nicht mehr, das nimmt extrem viel Testaufwand von uns weg. Ja, das ist es, was es zu Joomla 4.0 zu sagen gibt. Das nächste ist, wann kommt Joomla 4.1? Die Frage ist relativ leicht zu beantworten, weil wir haben einen Release-Plan, der vorsieht, jedes halbe Jahr eine Feature-Release herauszubringen. Das heißt, 6 Monate nach Joomla 4.0 sollte Joomla 4.1 kommen. Sollten wir ein Release-Lead finden dafür. Was es dort Neues geben wird, ist in erster Linie, also wir versuchen die Feature-Releases ein bisschen zu beschränken auf 2 Features, um es für uns nicht zu komplex zu machen. Und trotzdem garantieren zu können, dass diese Features inkludiert sind. Da wir
wie David auch heute schon erwähnt sind, hat 100% Community-driven sind und darauf angewiesen sind, dass Community-Mitglieder diese Erweiterungen programmieren, können wir schlecht Menschen einteilen und sagen, du machst jetzt dieses Feature. Das können wir machen, das Ergebnis wird sein, ich habe keine Zeit dafür, die Antwort, wenn er es nicht machen will oder sie. Ja, das war's zu dem Thema. Fragen. Strecken ist gut. Meine Bitte, wenn eine Frage kurz wiederholen kann. Bitte. Du hast eben das Stichwort Multidomain erwähnt. Ist das jetzt Bestandteil im Core? Ist Multidomain im Core? Nein. Ganz simpel. Ich hätte es selber gern, aber meine Aufgabenliste ist relativ groß, so dass es nicht bald passieren wird, wenn es nicht jemand anderer macht. Ich bin dafür, andere sind dagegen, aber ich bin zuversichtlich, dass es irgendwann kommen wird. Aber die API erleichtert es halt, es zu machen. Wieder. Nein. Fürs Admin-Template wird es bleiben. Frontend versuchen wir framework-agnostisch zu agieren eigentlich. Also wir versuchen jQuery komplett rauszuhalten. Im Backend nicht, weil wir es da selbst brauchen, aber für Frontend versuchen wir komplett auf Vanilla.js, also ES6 bzw. ES5, zu bleiben. Gut. Wenn es keine Fragen mehr gibt, danke. Und ich habe noch zwei Termine. Das nächste ist der Joomla.de Österreich, den ich veranstalte, also mitveranstalte. Der wird in Salzburg stattfinden, 20. bis 21.03. Und am 19. Oktober der Pizza Bugs and Fun Event weltweit. Hauptsächlich organisiert oder initiiert von Benjamin. Unter pizzabugsandfun.com findet ihr Locations. Wenn es keine Location in eurem Ort gibt oder in eurer Nähe, macht eine auf. Okay, danke.